Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir einmal finden können unter Erkunden und dann Wolf Inn und hier haben wir das Achievement Flugmeister von Khas Algar und dafür müssen wir Folgendes machen. Besucht alle Flugmeister in Khas Algar und ihre Flugpunkte für eure Kriegsmeute zu entdecken. Das Ganze funktioniert kriegsmeutenweit, also accountweit im Endeffekt. Und wir müssen insgesamt 22 Flugmeister einmal besuchen und dann gibt es als Belohnung, dass wir in Khas Algar 25% schneller mit den Flugrouten fliegen können. Lohnt sich auf jeden Fall, vor allem wenn man mal AFK irgendwo in die Höhle fliegen will und nicht unbedingt manuell rumgurkt, dann ist das auf jeden Fall eine Beschleunigung. Ich würde sagen, wir steigen hier gleich mal an und zwar sind wir einmal in Dornogal, in der Hauptstadt und dort ist der erste Flugmeister bei den Koordinaten 48, 45, da stehe ich schon direkt davor und den quatschen wir einfach an und dann haben wir den ersten schon gezählt. Wie ihr seht, ich habe schon ein paar hier im Achievement quasi abgeschlossen, ne? Wir gehen aber trotzdem nochmal zu allen hin, dass ihr da den kompletten Überblick habt. Den nächsten Flugmeister haben wir dann in Frenholz und zwar hier auf den Koordinaten 41, 73 auf der Insel von Dorn. Und mit dem quatschen wir jetzt auch mal. Den nächsten haben wir dann auf den Koordinaten 67, 43. Sprecht an. Frei. Also nochmal hier, ne? Direkt neben dem Delph ist das. Dann haben wir als nächstes einen hier bei den Koordinaten 59, 28. Und der ist im Bummelgau quasi. Auch an. Und dann müssten wir die vier in dem Gebiet schon mal abgehackt haben. So, da jetzt bin ich weitergezogen und zwar einmal in die schallenden Tiefen und dort haben wir ganz unten den ersten Flugmeister auf den Koordinaten 64, 78. Einmal diese Goblin-Dame hier. Dann sind wir ein Lager weitergeflogen und zwar jetzt auf die Koordinaten 57, 64 und dort haben wir dann diesen Zwerg hier. So, dann sind wir jetzt auf die Koordinaten 61, 48. Und dort haben wir jetzt diese Zwergendame. Damit haben wir den nächsten Flugpunkt. Und den letzten, den wir haben, der ist quasi hier in dieser Hauptstadt, in Gundergatz. Und da sind wir auf den Koordinaten 46, 33. Auch noch an. So, Dala, als nächstes sind wir in Heilsturz unterwegs. Und dort haben wir den nächsten Flugpunkt auf den Koordinaten 67, 44. Und ja, quatschen wir die auch mal an. Flamme möge euren Weg erleuchten. Dann haben wir den nächsten Punkt hier oben auf den Koordinaten 61, 30. Mal den Kollegen. Gemeinsam brennen wir hell. Als nächstes sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 48, 41 unterwegs. Und da... Mal gucken. Ah ja, wir sind auf dem falschen Steg. Da steht der Kollege. Brennt für uns alle. Dann sind wir oben an der Festung und zwar auf den Koordinaten 41, 33 und hier haben wir den nächsten Flugmeister. Ihr tragt die Fackel, ihr Als nächstes sind wir dann hier in der City und dort einmal auf den Koordinaten 41, 52. Ihr seid ein Fremdling, richtig? Dann stehen wir oben an der Mauer und zwar auf den Koordinaten 40, 71. Tretet ins Licht. Im Licht. Dann sind wir ein Stück weiter und zwar auf den Koordinaten 52, 61. Hier in dem kleinen Dorf steht der nächste. Möge sich Beledar zu euren Gunsten verschieben. Und dann haben wir noch den letzten, den Heilsturz. Und zwar ist der jetzt hier unten an dem anderen Eingang nach Ashkahet und zwar auf den Koordinaten 71, 56. In der auch mal an, und dann können wir weiter. Dann schauen wir uns noch die letzte Zone an. Und zwar befinden wir uns jetzt einmal in Ashkahet auf den Koordinaten 60, 18. Und ja, da würde ich sagen, quatschen wir den mal an. Für mich gab es jetzt einmal schon das Achievement. Ich habe nämlich die anderen schon geholt. Und jetzt kriegen wir halt die 25%. Ich würde aber sagen, ich zeige euch natürlich die anderen Spots auch noch, ne? Der nächste ist jetzt hier in unserem Hauptspot, das Nest der Weberin. Und da sind wir auf den Koordinaten 56, 46. Da
das Gewebe. So, am nächsten Spot sind wir angelangt und zwar hier oben auf den Koordinaten 23, 50. Quatschen wir den auch kurz an, dass ihr den seht. So, dann haben wir den nächsten Spot und zwar sind wir hier unten vor der Stadt der Fäden auf den Koordinaten 44, 67. Wir sind noch einmal an. Dann sind wir jetzt in der Stadt der Fäden und zwar hier auf der Map quasi auf den Koordinaten 54, 44 und auf der gesamten Map sind wir halt auf 50, 80. Das ist aber quasi nicht oben drauf, sondern unten quasi, ja, unter diesem großen Gebilde. Kann auch, wenn ihr wollt, mal kurz hochlegen, dass ihr es ein bisschen seht, wo wir hin müssen. Also hier unten rein, ne? Da müssen wir hin. So, Dollar, dann haben wir den letzten Spot und zwar hier oben bei den Koordinaten 77, 63 und zwar in diesem Niffin-Lager, das aussieht wie Loam. Und da quatschen wir dann auch mit ihm. Und damit müssten wir jetzt alle 22 Dinge haben. Und ja, dann sind wir durch mit dem Achievement. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, schaut euch gerne beim nächsten Video wieder rein. Euer Chilla, bis dahin. Ciao.